Besonders beim Sport dürstet es uns nach dem kühlen Nass, das uns am Leben erhält. Trinkwasser. Es dient nicht nur unserem Genuss, es ist auch unser wichtigstes Lebensmittel. Unsere Quelle zur Trinkwasserproduktion ist die Warnow. Das von ihr gewonnene Trinkwasser ist für uns zum selbstverständlichsten Gebrauchsgut geworden und bleibt auch Luxus- und Wirtschaftsgut. Hier in MV ist es die Eurawasser Nord GmbH, die als privater Dienstleister Kommunen und Verbände im Land mit Wasser versorgt. Vom Wasserwerk Rostock werden etwa 200.000 Menschen für die Schanzestadt Rostock versorgt und dann nochmal so 50.000 bis 60.000 in Umlandgemeinden, sodass wir insgesamt 255.000 Einwohner hier aus dem Wasserwerk Rostock versorgen. Das im Werk entnommene Wasser aus der Warnow wird mit unterschiedlichen Aufbereitungsphasen für den Endnutzer bereitgestellt. Zuallererst wird Emulsion zur Desinfektion hinzugefügt, um dann mit einem in dieser Anlage dosierten Flockungsmittel versehen zu werden. Es dient der Verdichtung der organischen Inhaltsstoffe, um es leichter vom Wasser zu trennen. Das Trennen dieser Stoffe vom Wasser findet in der SEPA-Flex-Anlage statt. Sie besteht zum ersten aus der Aufflockung der organischen Inhaltsstoffe und zum zweiten aus der Sedimentation. Hier wird an den oberen Schichten das klare Wasser abgeführt. Die organischen Inhaltsstoffe sinken auf den Boden und können um 50% reduziert werden. Diese sogenannte Grobaufbereitung ist nur der erste Schritt zur Gewährleistung der Wasserreinheit, wie wir sie gewohnt sind. Alles andere könnte schlimme Folgen haben. Also wir haben hier im Wasserwerk ein Multibarrierenkonzept. Das heißt, mit jeder Aufbereitungsstufe erhalten wir mehr von den Schadstoffen oder möglichen Verunreinigungen zurück, sodass wir am Ende ein Wasser haben, was der Trinkwasserqualität entspricht und problemlos aus dem Hahn getrunken werden kann. Und die größten Gefahren, die eigentlich passieren könnten, wäre, dass Krankheitserreger verbreitet werden, aber die halten wir halt mit der Aufbereitung wirksam zurück. In der Feinaufbereitung durchläuft das Wasser aus der SEPA-Flex-Anlage einen Mehrschicht-Sandfilter in mehreren Straßen. Es wird dabei weiter beim Passieren der verschiedenen Schichten mechanisch und biologisch aufbereitet. Schließlich gelangt es in die wichtigste Phase der Anlage, der Hauptozonung. Dabei wird so viel von dem Gas hinzugefügt, dass wirklich alle Krankheitserreger und Bakterien getötet werden, um am Ende ein Wasser zu erhalten, das keine Krankheiten verursacht. Zum Schluss werden zusätzlich Stoffe chemisch durch die Aktivkohle herausgefiltert, ehe wir unser fertiges Trinkwasser erhalten. Doch dabei ist es nicht nur Endprodukt, sondern auch Rohstoff und Arbeitsmittel für andere Großverbraucher. Als Rohstoff fällt natürlich hier in Rostock immer gleich die Brauerei auf. Die nimmt Wasser in erheblicher Menge eben zur Bereitstellung des Biers. Aber es sind auch die Krankenhäuser ganz wichtige Kunden für uns. Der Zoo ist ein Großabnehmer mit seinen ganzen Becken. Aber auch die ganzen Industriebetriebe wie Caterpillar, Liebherr oder eben auch Wäschereien, Molkereien. Die Nahrungsmittelindustrie bereitet halt immer mit Wasser. Und letztendlich ist jeder Kunde, jeder Einzelne auch Wasserverbraucher. Die hygienische und sichere Wasseraufbereitung und Versorgung bleibt aber neben einer wirtschaftlichen Dienstleistung vor allem eines. Unser Durstlöscher Nummer 1. Und um diesen auch weiterhin bedenkenlos stillen zu können, stellt sie einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheit und Seuchenvermeidung dar.